So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend zur 19. Sendung von Fernfahrer Live. Mein Name ist Jan Bergrath. Ich bin Christina Petters. Hallo. Wir bedanken uns noch einmal beim ETM Verlag für die Unterstützung. Und bei Mercedes-Benz Trucks für das freundliche Sponsoring. Vielen Dank. So, unser heutiges Thema ist das Thema Problemzone Laderampe. Wir gehen das von verschiedenen Blickwinkeln aus an, was man verbessern kann, wie man das, wo die Kritikpunkte sind. Und dazu begrüße ich zunächst einmal den Mann, der auch dafür gesorgt hat, dass die Technik hier für Fernfahrer live steht. Das ist Thorsten Gutmann beim ETM Verlag für die Entwicklung digitaler Produkte zuständig. Dann haben wir den Andreas Dietz aus Dettingen an der Tech von der gleichnamigen Spedition Dietz. Dann haben wir den Burkhard Taggart, der war schon mal bei uns von den Kraftfahrerkreisen. Und den Michael C. von der Spedition Uhlhorn, der gerade auch Feierabend hat. Der hat seine Rampengeschichte heute schon hinter sich. Und die Stefanie Adovara. Normalerweise nennt man ja die Damen zu Beginn. Wir haben mit dir bis zum Schluss gewartet, weil das ist so eine schöne Geschichte. Du warst eigentlich letzte Woche schon bei uns. Genau, ja. Bist du an einer Ladestelle ohne Netz und dann hast du dich beeilt, zu uns zu kommen. Und was ist dann passiert? Wurde gelasert, weil ich zu schnell war auf der Bundesstraße. 69 statt 60. Auf der Suche nach 4G sozusagen. Nach dem Parkplatz vor allem, ja. Ja, genau. Und was hast du denn der Polizei gesagt? Ich fand das so irre. Ob er mir vielleicht sagen kann, wo der nächste Parkplatz ist, oder ob wir dahin fahren könnten. Aber da haben sie gedacht, ich veräpple sie. Dabei war das ja gar nicht so. Nein, sie hat gesagt, sie müsste jetzt an einer Videokonferenz teilnehmen und der Polizist hat ein bisschen sehr gestaunt. Ja. Das fand ich einfach. Aber schön, dass du heute da bist. Ja. Problemzone Rampe. Wir fangen mal bei den Fahrern an. Was ist eure Problemzone an der Rampe? Beschreib doch mal ganz kurz, Stefanie, wenn du schon mal da bist, fängst du am besten an. Also ich fahre ja bei uns nicht nur die Planen. Wir haben ja Tankzüge, einen Tieflader und zwei Planen. Die fahren hauptsächlich Schweiz, Deutschland, Schweiz, Holland. Und länderspezifisch gibt es große Unterschiede. Also in der Schweiz ist man halt Chauffeur und Chauffeur stellt in 90% der Fälle das Auto an die Rampe, macht nur die Spannleiter weg und der Rest macht halt einfach das Verlade- oder Ladepersonal. Und der Fahrer kann derweil einen Kaffee trinken. Oder Chauffeur im Chauffeurraum. Und in Deutschland ist das schon sehr anders. Ja. Bis man sich mal angemeldet hat, bis man wohin darf, dann kriegt man einen Schlüssel für Ameise oder hinterlegter Pfand, dass man den Schlüssel bekommt und soll dann selber am besten alles sortieren und kommissionieren. Genau. Michael, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast so eine Hitliste deiner liebsten Rampen. Wie empfindest du das? Du fährst ja Lebensmittel, Richtig. gekühlte Ware. Wie ist dein Eindruck erstmal? Ja, momentan jetzt durch Corona wird es sowieso immer schlimmer. Also wir Fahrer, wir merken ja jetzt, also vor allem hier im Lebensmittelgewerbe, wo jetzt fahren und sind dann an diesen Rampen dran, vor allem also von den Großlagern, von den großen Supermärkten und so weiter, merkt man halt doch, wir werden immer weniger wert. Vor allem jetzt in der Corona-Krise verweigert man uns teilweise den Zugang zu Toiletten, zu Händewaschen, also das heißt zwar immer zu Hände desinfizieren, egal wo du reinkommst, zuerst Hände desinfizieren, aber ansonsten bist du wirklich jetzt noch weniger momentan wert als vorher. Es gibt so spezielle Lager, muss ich sagen, da ist es anders. Da ganz normale, saubere Toiletten auch zugänglich und so weiter und bei anderen, nee, da musst du da drin das Dixi-Klo hingestellt und die schauen dann aus wie, also lassen wir das mal einfach weg. Also es ist momentan ganz schlimm. Okay, Burkhard, dein erster Eindruck? Moment, Moment, ich muss Also, das als Audio dein gesagt, nur voll bestätigen. Die Leute werden immer unfreundlicher. Sie grenzen uns aus. Vorher wurde wenigstens noch mit Leuten geredet, aber wenn man dann zum Beispiel zur Metro kommt und dann auf einmal aus dem Büro zu hören bekommt, Lkw-Fahrer sind alle doof, ja, und man verwehrt den Zugriff oder Zugang zur Toilette oder jetzt mal vom Laden und Abladen ganz abgesehen, dann ist das schon ziemlich deprimierend, was da abgeht. Okay, Andreas, als Unternehmer, was kriegst du so eine Rückmeldung im Moment von deinen Fahrern?
Zum einen höre ich, dass die Staus weg sind. Das ist natürlich mal eine schöne Geschichte. Andererseits stimmt das schon mit der Wertschätzung an den Rampen. Das ist eine ganz schlechte Situation. Und wir versuchen als Spedition Dietz da eigentlich genau das Gegenteil aufzumachen. Nämlich, wir sind auch bei dem Sunny Stop dabei. Das heißt, jeder Fahrer, wo in der Gegend ist, kann bei uns Toilette, Dusche kostenfrei nutzen. Und zum Beispiel, früher hatten wir den Obstkorb im Büro stehen. Seit anderthalb Jahren steht der Obstkorb bei den Fahrern draußen. Das heißt, jeder Fahrer, wo bei uns abholt, bekommt auch mal Banane, Aprikose, frisches Wasser. Und so wollen wir eigentlich die Wertschätzung dem Fahrer widerspiegeln und haben da eigentlich auch sehr gutes Feedback bekommen. Das heißt, ihr habt ungefähr 70 Lkw, aber ihr habt auch Rampe, wo eben Fahrer, eigene oder auch fremde Fahrer abladen oder was zu. Genau. Und da gibt es zum Beispiel auch die Probleme. Wir haben im Schnitt 10 bis 20 Abholer bei uns am Tag, auch von Kundenlegern. Wir haben 4 verschiedene Hallen und da fängt schon an, wo meldet sich der Fahrer an? Der Fahrer zuvor hat es ja auch beschrieben, man rennt sich teilweise die Füße wusselig. Und da gibt es jetzt eine technische Idee, wo man eigentlich dem Fahrer eine sehr gute Hilfestellung geben kann für diese täglichen Probleme. Wie sieht die konkret aus? Vielleicht kann ich da weiterleiten an den Thorsten Gutmann. Ja, genau. Ich dachte, ihr hättet eine eigene spezielle technische Leitung. Nein, genau. Also, unser Thema heute ist ja der sogenannte Rampenguide. Und der Andreas und der Thorsten haben sich kennengelernt und haben zusammengesessen und haben diesen Rampenguide quasi gemeinsam erdacht und auf den Weg gebracht. Und Thorsten, du als technischer Entwickler bei uns, erzähl doch mal ganz kurz, was kann dieser Rampenguide? Was ist sein Sinn? Was ist sein Zweck? Wer kann ihn nutzen und warum? Ja. Also noch kann er nichts, weil er noch in Entwicklung ist. Wir sind auf der Zielgerade, aber haben jetzt wegen Corona und wegen den Auswirkungen jetzt erstmal Pause gemacht, um auch zu sehen, wie sich die Lage entwickelt. Weil wir natürlich auch gesehen haben, dass in der letzten Zeit die Qualität, wie der Fahrer an der Rampe behandelt wird, extrem in den Keller gegangen ist. Ja. Das wissen wir, weil wir seit Jahren eine Fahrer-App haben vom Fernfahrer, die hieß früher Fernfahrer-Autohöfe. Die heißt seit dem letzten Jahr, als wir sie neu machen mussten, Fernfahrer-Truckstops. Und in dieser App kann man nicht nur Autohöfe und Raststätten bewerten, sondern eben auch Rampen. Wir haben das Thema dort sofort aufgenommen, nachdem wir mit Andreas Dietz gesprochen haben, weil wir gesagt haben, naja, Andreas braucht eigentlich nicht eine Bewertung von der Rampe, sondern er braucht Informationen zur Anlieferung. Ne? Das ist so die Spediteursseite. Der Fahrer braucht diese Informationen auch, aber er braucht natürlich erstmal eine Orientierung, was es dort eben gibt. Ne? Gibt es eben eine Toilette, gibt es eine Dusche, Obstkorb ist schon mal ein ganz seltenes Ding. Sodass wir das praktisch gleich im letzten Jahr mit aufgenommen haben, um so ein bisschen ein Stimmungsbild zu bekommen. Ne? Damit wir auch sehen, wenn wir diesen Rampenguide für die Spediteure entwickeln, ob denn auch wirklich die Situation so schlimm ist, wie wir über Facebook immer wieder mitlesen, wie wir auch seit 2013, seitdem bin ich hier im Verlag, immer wieder von den Fahrern hören, oder ob es denn wirklich so diese wenigen sind, ne, von denen ihr immer hört, die Spitze des Eisbergs, die besonders laut rufen. Inzwischen wissen wir aufgrund der Anzahl der Meldungen und eben auch vor allem jetzt durch Corona in den letzten paar Wochen, dass es wirklich so schlimm ist. Ne? Also was wir in den letzten paar Wochen lesen mussten hier bei Facebook, das war eine Bestätigung dessen, was wir zuvor schon mitbekommen haben, nicht nur von Andreas Dietz, sondern auch von ganz vielen Fahrern, dass es einfach am Grundlegenden mangelt. Und darum haben wir gesagt, okay, wir kombinieren diese Bewertung der Rampen, die auch andere inzwischen machen. Ne? Also zum Beispiel ContiTech hat eine Lösung entwickelt, die heißt FleetMatch. Die machen sowas, mit dem wir uns aber auch zusammengesetzt haben und gesagt haben, hier, lass uns das zusammen machen. Weil es bringt nichts, wenn jeder so für sich alleine losgeht. Im Ende geht es darum, dass wir wirklich am liebsten zu jeder täglich angefahrenen Rampe in Deutschland eine Bewertung hätten und zu den Rampen dann eben in den Dialog gehen möchten mit den Rampeninhabern, ne? Und denen sagen, hör zu, das hier sind die besonders guten Rampen und darum werden die so gut bewertet. Ne? Weil wir einfach der Meinung sind, dass auch ein Rampeninhaber kein Interesse daran hat, dass bei ihm an der Rampe eine schlechte Stimmung ist.
Das kann ich mir nicht vorstellen und das haben wir auch von einigen jetzt schon gehört, dass sie gar nicht wissen, was bei denen abgeht. Das ist denen im besten Falle egal, was dort abgeht. Hauptsache es geht schnell. Andreas, ja. Würdest du sagen? Ja, ich wollte es eigentlich auch nur noch ergänzen. Die Idee kam eigentlich von Themen wie Google Maps, wo ja heute jeder kennt, oder von den Hotelbewertungen. Im Moment bei den Rampen wird ja viel gesprochen, aber man kann es nicht greifen. Und die Idee war einfach, je Station, je Rampe, einfach den Nutzer eine Möglichkeit zu geben, ist es eine Ein-Sterne-Rampe, eine sehr schlechte Rampe oder eine Fünf-Sterne-Rampe. Weil dadurch kann ich natürlich auch mit dem Kunden transparent ins Gespräch gehen und sagen, du, deine Anlieferer sind nur Ein-Sterne-Rampen, da wartest du 3 Stunden, der Fahrer hat keine Toilette. Dementsprechend kann ich das auch anders einpreisen wie bei einer 5-Sterne-Rampe, wenn der Fahrer nicht entladen muss und nach 20 Minuten wegfährt. So war eigentlich die Grundidee, heißt Transparenz schaffen. Dann frage ich doch mal in die Runde der Fahrer, wer von euch kennt eine 5-Sterne-Rampe? Jetzt mal so, ich stelle mir das, Michael, was ist für dich? Es gibt tatsächlich auch wirklich, also von denen, die ich jetzt kenne, und wir sind wirklich in ganz Deutschland ja unterwegs und auch Holland und so weiter, das wirklich, sage ich mal, 2 Rampen, wo ich jetzt sage, in Deutschland, denen würde ich auch wirklich 5 Sterne geben. Ich habe ja ein ähnliches System, ich bin ja gelernter Informatiker und habe mir im Laptop quasi so ein System zu selber schon erdacht gehabt, um für mich selber die Transparenz zu haben, was passiert an der Rampe, wenn ich da hinfahre, was erwartet mich, also wenn ich da schon da war, weiß ich das. Und ich habe ein Daumensystem, also 5 Daumen, Daumen nach oben, Daumen schräg, Daumen diagonal, waagrecht nach unten. Und ganz nach unten. Ja, also das sind diese 5 Kategorien, die ich habe. Und da sage ich dann, da habe ich bis jetzt 2, wo ich wirklich Daumen nach oben geben kann. Und also ich sage jetzt mal, 70-80% sind so zwischen waagerecht und ganz nach unten. Also so diagonal nach unten würde ich mal 2 Sterne sagen. Also von meiner Warte aus jetzt gesehen, ob das die Kollegen dann genauso sehen, weiß ich natürlich nicht. Das ist natürlich auch im Objektiv von für jeden Einzelnen. Und es gibt dann aber so Sachen, wo ich dann sagen muss, es sind nicht nur die großen Lager, die dieses Problem haben, sondern auch die bei Lieferanten beziehungsweise direkt, wenn wir abholen die Ware. Vor Corona konntest du da ohne Probleme essen gehen, zum Beispiel in die Kantine. Ja. Das ist wirklich so wert. Oder die Toiletten in den Lagern selber sind gesperrt, dann muss man, was weiß ich, 400, 500, 600 Meter laufen, um beim Pförtner zum Beispiel auf irgendein Dixi-Klo zu hupfen. Und das sind also nicht nur die Großlager jetzt, wie jetzt also von den großen Supermarktketten, sondern das sind auch herstellerspezifische Sachen. Das zieht sich quasi ganz quer durch ganz Deutschland durch. Ich habe mal eine Frage. Diese 2 Rampen, wo du gesagt hast, die kriegen 5 Sterne. Wofür kriegen die 5 Sterne? Und vielleicht magst du mir auch sagen, welche Rampen das sind. Muss aber nicht. Also das ist, wie schon gesagt, objektiv von mir gesagt jetzt mal. Ja, das ist in Lübbenau, zum Beispiel das Kaufland. Weil dort wird der Fahrer auch noch wertgeschätzt. Also wie schon gesagt, man muss zwar selber entladen, das sehe ich da jetzt aber nicht als Problem, sondern es geht auch um die Wartezeit. Also wenn man rankommt, hat Termin, bist du da auch mal gleich 2-3 Stunden vor deinem Termin dran. Die nehmen dich dann halt auch einfach ran. Und dann haben wir da unten in Südbayern eben in Landsberg am Lech nochmal von Edeka ein großes Lager. Ach was? Da ist es genauso, wo ich jetzt für mich sagen muss, das sind so diese 2 Lager, wo ich für mich entscheide, ja, denen gebe ich 5 Sterne oder eben Daumen nach oben. Weil da merkt man auch, wenn man mit den Mitarbeitern spricht und so weiter, das funktioniert einfach alles. Ja, das ist da fühlt man sich auch aufgehoben. Von der Kommunikation auch einfach, wie man miteinander. Ja, genau. Von allem auch schon vorne von der Pforte, wenn du reinfährst. Also durch die Bank, jeder Mitarbeiter und da passt einfach wirklich alles. Gut, man kann jetzt nicht erwarten, dass das Kaufland oder Edeka uns noch Getränke und so hinstellt. Das erwarte ich quasi gar nicht in solchen Lagern, aber dass ich zumindest nicht dann noch 4 Stunden nach meinem Termin noch immer dort stehe und noch nicht abgeladen bin. Ne? Mhm. Sondern dass das wirklich auch funktioniert und auch wie die Kommunikation vonstatten geht. Man ruft dort halt auch vorher mal an, wie schaut's aus, habe ich die Chance, dass ich hier drankomme, ja oder nein. Wenn sie sagen, nein, wir haben wirklich so viel zu tun zum Termin, vorher nicht, ja, dann weißt du, dann kannst du mal ein Auto hochstellen oder auf den Rastplatz und darfst sie nicht gleich auf den Parkplatz stellen von denen. Ja, das kannst du dann auch nicht selber entscheiden. Gut. Wenn die natürlich sagen, ja, komm vorbei, wir laden dich gleich ab, dann fährst du hin. Okay. Gut. Burkhard, kennst du auch 5-Sterne-Rampen?
Ja, ich kenne schon welche, aber dazu gehört mit Sicherheit nicht Edeka in Landsberg. Ja? Also da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Nein, also ich bin zum Beispiel bis jetzt immer sehr gut beim DAXA bedient worden, eigenartigerweise. Ich fahre ja keinen Linienverkehr, sondern nur normalen Speditionsverkehr. Wenn ich da reinkomme, dann heißt es, fahren das Tor, mach das Auto auf und dann war es das. Ja, es wird abgeladen, ich bin ruckzuck wieder weg. Ich kann mir meinen Kaffee ziehen, kriege meine Papiere, freundliche Leute, auch im Lager, also kann mich da überhaupt nicht beklagen. Was die Großdiscounter angeht, da habe ich also eine sehr, sehr, naja, miese Meinung, sage ich mal. Ich bin vor 2,5 Jahren auf einem Kongress der Berufsgenossenschaft gewesen zum Thema Schnittstelle Laderampe. Und es sind eine ganze Menge Unternehmen gekommen, die sich sehr gut dargestellt haben, auch was Sicherheit für den Fahrer anging, weil das ist ja nun auch nicht gerade ein unwichtiges Thema für uns. Kein einziger Discounter hat es für nötig befunden, sich mit diesem Thema in der Öffentlichkeit mit Spediteuren und Ähnlichem auseinanderzusetzen. Ich war der einzige Fahrer, es waren etwa, ich glaube, 120 Leute da, Unternehmer, Rechtsgelehrte, will ich mal sagen, und alles Mögliche. Und ich habe dann mal so aus meinem Tagesablauf erzählt, viele Unternehmer wussten gar nicht, was die Fahrer an der Rampe alles zu machen haben. Ja. Die Kollegin sagte das gerade schon mit dem Kommissionieren, das geht dann schon los, wenn du Aufsteller hinbringst und die sind in Wickelfolie eingepackt. Wenn du nicht auspackst, dann kannst du gleich wieder abhauen oder du musst die in der Höhe angleichen, damit sie ins Lager reinpassen, alles möglich. Das ist an für sich nicht meine Aufgabe. Aber was ich noch am schlimmsten finde, das ist einfach diese Ignoranz, und dieser schlechte Umgang der Leute mit den Fahrern. Ja. Das geht also teilweise ins Beleidigende rein, teilweise schon weit unter der Gürtellinie. Und das finde ich manchmal nicht schön. Okay, Stefanie, deine 5-Punkte-Rampe? Also so ganz große Discounter, wie die zwei Kollegen, fahren wir mit unserer Planen eigentlich gar nicht an. Das sind mehr kleinere Firmen, die wo maximal 5 bis 7 Rampen haben. Und da passt das menschliche Benehmen, muss ich sagen, bei allen. Und manchmal haben wir halt so Rückfracht, weil bei einer größeren Firma, und wenn ich schon sehe, Pförtner und Security, das mag ich also weder mit der Plane noch mit dem Tank, weil für mich ist meistens je größer die Firma, desto komplizierter und meistens auch unfreundlicher, weil die gar nicht so viel persönlichen Kontakt haben wollen mit uns eigentlich. Und bei kleineren Firmen kommt man hier, die kennt man, da läuft das eigentlich alles gut. 5 Sterne ist für mich, wenn man fair auf Augenhöhe behandelt wird. Auch wenn die Rampe vielleicht alt ist und die Ameise alt. Das ist mir dann egal. Das ist ja schön. So, Thorsten, das, es scheint also auch eine sehr persönliche Befindlichkeit zu sein. Also wir hatten jetzt eine Ladestelle, die einmal sehr gut, einmal sehr schlecht bewertet wurde. Wie wollt ihr das abbilden? Wie funktioniert das eigentlich? Ja. Ja, gut. Das zeigen auch eventuell? Ich kann mein Handy hochzeigen. Also prinzipiell, Andreas hat es vorhin schon kurz beschrieben, funktioniert es bei uns genau wie bei Google. Ne? Wir haben das eben auch mit dieser Sternebewertung gemacht, weil die eben jeder kennt. Eben auch mit der Idee, dass 5 Sterne das Beste ist, weil ein 5-Sterne-Hotel ist natürlich besser als ein 1-Sterne-Hotel. Mit dem Unterschied, dass man sich als Fahrer natürlich nicht aussuchen kann, wo man hinfährt. Ne? Man muss da hinfahren. Aber man kann dann zumindest mal die Informationen teilen, wie gut man behandelt wurde. Klar, auch an der Rampe hat mal jemand einen guten Tag und mal einen schlechten Tag. Das ist völlig in Ordnung und wir bekommen auch sehr viele Kommentare, dass natürlich der Fahrer, wenn er schon motzig auf das Rampenpersonal zugeht, natürlich auch nicht erwarten kann, dass er gut behandelt wird. Ne? Aber das sind natürlich solche Erklärungsversuche, warum eben so eine Bewertung auseinandergehen kann. Und eine Bewertung kann auseinandergehen, das ist völlig in Ordnung. Wenn Michael super behandelt wird und Burkhard eben schlecht behandelt wird, dann sind es eben im Schnitt bei 2 Bewertungen, ne, zwischen 1 und 5 sind es ja eben 3 Sterne. Und je mehr Leute abstimmen, desto mehr zeigt sich natürlich eine Tendenz, ob diese Rampe eher Richtung 1 Stern oder Richtung 5 Sterne tendiert. Ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, also wir haben kaum Rampen, die mehr als 5 Stimmen haben, die bei 5 Sternen sind. Ja. Okay. Also wir haben ein paar Rampen, die 5 Sterne haben, die haben aber zwischen 1 und 3 Stimmen, wobei man natürlich bei so wenig Stimmen nicht sicher sein kann, dass da nicht der Chef, der Juniorchef und der Seniorchef abgestimmt haben. Darum wollen wir eben
dass möglichst viele Fahrer sich beteiligen. Weil wenn eine Rampe mal 300, 400 Stimmen hat, dann wissen wir natürlich schon sehr genau, welche Tendenz die hat. Ne? Und darum ist es wichtig, dass wir sehr lange warten. Ich möchte es auch keine nennen. Ich habe jetzt Angst gehabt, dass du mich vielleicht nach den 5-Sterne-Rampen fragst. Ich werde keine nennen, weil dafür ist es natürlich noch zu früh. Wir müssen erst noch mehr Fahrer dazu bringen, abzustimmen, um eben ein Stimmungsbild zu bekommen, welche Rampen gut und welche Rampen schlecht sind. So, wie können wir als Gesamtheit des Verlages jetzt die Fahrer dazu bringen, das System zu nutzen? Fragst du mich? Ah. Ja. Also, wir haben natürlich schon mal darüber nachgedacht, was wir denn machen mit den Informationen. Ne? Also, wir wollen natürlich darüber schreiben. Die Kollegen vom Fernfahrer und auch die von Transaktuell sind natürlich sehr interessiert daran, vor allem an den guten Rampen. Ne? Wir wollen natürlich nicht immer nur negativ schreiben, und wenn wir über eine Rampe negativ schreiben, dann müssen wir uns schon ziemlich sicher sein, dass die Daten auch stimmen. Weil dann kann ich sicher sein, dass direkt ein Anwalt hier anruft oder direkt ein Schreiben reinkommt. Bei den besten Rampen ist es natürlich dann leicht. Wenn wir irgendwann mal wissen, welches die 10 besten Rampen sind, dann werden wir nicht nur über die schreiben, sondern die werden eben auch einen Preis verliehen bekommen. Und wie Andreas es eben schon beschrieben hat, unsere Vorstellung ist eben, dass wir über die Sternebewertung auch bei den Frachtpreisen ansetzen kann. Ne? Wenn ein Unternehmer weiß, ich habe alle Informationen zu einem Entladeort vorhanden, ich weiß, von wann bis wann ich da abladen kann, wann die Mittagspause ist, ob eine Ameise vorhanden ist, ob ein Stapler vorhanden ist, ob mein Fahrer abladen muss. Und ich weiß einfach, da komme ich hin und in 10 Minuten, 20 Minuten bin ich eben wieder weg. Also ich rede jetzt mal von Stückgut, weil da ist das Problem wohl noch am schlimmsten. Ja. Dann kann ich natürlich mit meinem Frachtpreis runtergehen. Wenn ich weiß, da stehe ich eine Stunde oder länger, dann kann ich eigentlich nicht runtergehen, weil ich genau weiß, die Wartezeit muss eigentlich, die ja nicht bezahlt wird, die muss ich mit einkalkulieren. Das ist tatsächlich mal jetzt eine Frage an den Spediteur. Das ist tatsächlich, das hatten wir auch in anderen Sendungen schon. Für mich das große Problem ist ja die Berechnung des Kilometerpreises. Die hat sich ja in den Köpfen eingesetzt. Und dann gibt es halt Ladungen, die gehen jetzt über 700 Kilometer. Die werden im Moment trotz allem ziemlich schlecht bezahlt. Im Moment, gerade heute, habe ich wieder ein Angebot reinbekommen von 300 Euro für 700 Kilometer von irgendwo aus Süddeutschland nach Österreich mitten rein. Das ist natürlich im Moment Ausnahmezustand. Das soll aber hoffentlich sich langsam wieder mit Ende der Krise stabilisieren. Aber tatsächlich die Sache, dass man nur auf den Kilometerpreis verhandelt, halte ich mittlerweile nicht mehr für gut. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, denn dann hat man im schlimmsten Fall eine Tour von 200 Kilometer, wartet aber 5 Stunden auf die Entladung und 6 Stunden auf die Beladung, und dann ist der Tag eigentlich schon gegessen, oder? Andreas? Ja, tatsächlich ist es so, dass wir weniger auf die Kilometer schauen, sondern tatsächlich, wir kalkulieren, dauert die Tour 8 Stunden oder 12 Stunden, und der Faktor ist natürlich nicht nur die Straße, sondern logischerweise, was passiert beim Absender und beim Empfänger. Und da kommen wir eigentlich zu dem entscheidenden Thema, dass wir das schlichtweg oft nicht wissen. Das wisst ihr Fahrer genauso gut, wenn ihr irgendwo anliefert. Kann es sein, es geht eine halbe Stunde oder man wartet erst mal 2 Stunden und wartet dann noch mal 2 Stunden. So geht es natürlich dem Unternehmer genauso. Und die Idee steht eigentlich dahinter, dass wir das, wie gesagt, transparent machen, dass, sage ich mal, der Spediteur, der Fahrer, auch der Kunde weiß, wie läuft es da im Durchschnitt ab bei dem Lager. Wie gesagt, ist es eher eine 1-Sterne-Rampe oder eine 5-Sterne-Rampe. Und vielleicht ergänzend noch, was ich noch in den Ring werfen möchte für die Fahrerschaft, nämlich wir wollen so eine Art Google Maps für die Speditionstransportwelt da damit aufbauen. Nämlich, wir kennen ja die Öffnungszeiten zum Beispiel von Google Maps, die stimmen aber leider oftmals nicht zum Beispiel mit den Warenannahme- oder Warenabholzeiten überein. Und dementsprechend wollen wir einfach in dieser App die Daten sammeln, dass der Fahrer genau weiß, okay, nehmen die ab 7 Uhr morgens an oder erst ab 8 Uhr. Und der Fahrer soll vorher wissen, gibt es da zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich eine Nachtpause dort machen kann oder zumindest eine Stundenpause, oder gibt es da Duschen,
was muss ich denn mitbringen, welche Spanngurte eventuell, welche persönliche Schutzausrüstung. Weil oftmals ist es ja so, dass der Fahrer oder der Spediteur erst die Infos bekommt, wenn er bei dem Kunde vor Ort steht. Und ich denke, da können wir auch das ein oder andere allgemein in den Abläufen zukünftig optimieren. Aber ist das nicht theoretisch die Aufgabe eines guten Disponenten, das so weitestgehend rauszufinden für seinen hochgeschätzten Fahrer? Du fährst jetzt zur Firma Knoll, sage ich mal, die gibt's nicht. Und da weißt du genau, da kannst du um 7 Uhr hin und wenn du um 6.30 Uhr bist, rufst du dann den Pförtner um die Ecke an und der lässt dich rein. Also so läuft das ja teilweise in der Praxis, wenn ich das so höre und von früher meiner eigenen Erfahrung, da hatte ein guter Fahrer immer das Wissen, wie komme ich trotzdem hin. Das stimmt in der Theorie, nur ich sag mal, wenn wir als Spediteur eine Rückladung aufnehmen von einem anderen Spediteur und der Kunde wiederum vom Empfänger nicht mal weiß, okay, was ist das für ein Empfänger, dann wird es natürlich schwierig. Und wir haben leider oftmals solche Vertragskonstrukte bei uns. Es gibt einen Erstspediteur, es gibt einen Frachtführer, vielleicht einen Unterfrachtführer, einen Fahrer. Und wir haben oftmals nicht die Vertragsverhältnisse und kennen teilweise die Empfänger dann auch nicht. Dementsprechend wollen wir eigentlich hier die Transparenz reinbekommen. Und die Informationen wollen wir natürlich auch entsprechend werthaltig machen. Nämlich einmal kann es der Absender die Infos teilen, aber auch die Fahrer, wo das dann entsprechend bestätigen. Das heißt, durch diesen Ansatz, gemeinsam sind wir stark, bekommen wir dann auch valide Daten, wo dann halt auch nachhaltig stimmen und nicht die Hälfte stimmt nicht mehr zum Beispiel. Also die Aktualisierung der Daten wäre da natürlich automatisch möglich. Okay. Stefanie, du hattest vorhin eine Frage gehabt? Oder eine andere? Nee, Frage eigentlich nicht. Speziell mit den Wartezeiten habe ich mir schon oft Gedanken gemacht, beziehungsweise mit unseren Tankzügen haben wir es jetzt bei vielen Kunden schon durchgesetzt. Wenn wir einen Termin haben, 12 Uhr, und ich bin immer eine halbe Stunde früher nochmal da, also 11.30 Uhr, dass die einfach eine Stunde oder zwei Stunden Zeit haben, das Fahrzeug zum Entleeren. Und wenn es bis da einfach nicht abgeladen wurde, dass man das auch mal gesetzlich macht. Keine Ahnung, wenn das Auto um 12 Uhr Termin hat, ist um 12 Uhr an der Rampe und die ladet nicht ab, weil sie keine Lust haben oder kein Platz oder kein Personal. Zwei Stunden sind inklusiv und ab dann kostet halt einfach jede Stunde. Wegen mir der gleiche Satz wie das Bußgeld für Schichtzeitüberzieher. Jede halbe Stunde 35 Euro oder so. Zum Beispiel. Lässt sich das durchsetzen? Ein Vorschlag, toller Vorschlag. Wir machen das schon so bei vielen Kunden und seitdem fruchtet es. Aber wir sind halt viel kleiner und wir fahren bei kleineren Kunden. Ob das bei größeren funktioniert, weiß ich nicht. Ja, was sagt der Spediteur? Funktioniert das bei größeren? Der Spediteur ist wieder eingefroren. Der Andreas Dietz ist wieder eingefroren. Den müssen wir im Moment, Michael, fragen wir dich mal in der Zwischenzeit. Hat deine Firma solche Erfahrungen auch schon gesammelt? Ich denke auf jeden Fall, weil wir haben ja Serviceabteilung, ich meine, wir sind ja große Spedition. Ja. Wenn wir länger stehen, dann rufen wir einfach bei uns beim Service an. Die Service-Rufnummer, die Mitarbeiter, und es geht dann meistens so, dass dann 5 Minuten später geht der Pager los, dass wir dann die Rampe fahren können. Es hat wahrscheinlich auch wirklich viel mit der Größe der Spedition und auch mit der Größe oder mit der, was dahinter steht, wer der Absender von der Ware ist, denke ich mal. Mhm. Ja, es gibt Ware, die wir fahren, und da brauchst du keine Termine, sondern wenn du hinkommst, dann bist du sofort an der Rampe. Da wartest du nicht und da funktioniert es komischerweise. Dann hast du aber wieder irgendwelche Waren, wo ja du ganz normal reingeschoben wirst. Dann heißt es, dann machen sie Lager oder passiert in den Lagern, dass sie falsch aufnehmen, als Beispiel. Du sagst, du hast 30 Paletten, die nehmen 3 Paletten bloß auf. So, dann schicken die dich, ziehen die dich rein, weil du 3 Paletten hast. Und was ist das Ende vom Lied? Nee, du hast ja 30, fahr wieder raus. Also, das sind so Sachen, die tatsächlich passieren. Okay. Burkhard, deine Erfahrung? Halt. So. Ich habe ähnliche Erfahrungen letztens bei einem ganz großen Online-Versandhaus gehabt. Eine dringende Ladung mit High-Value-Transport von der Würzburger Gegend in die Pfalz. Kommst du an? Ja, das Lager ist voll, du kannst wieder zurückfahren. Ne? Dann geht natürlich das Geschacher los, wer bezahlt die Fracht?
Ja, und genauso sollte das an für sich mit dem Standgeld, wie Stefan nicht schon sagte, auch gehen. Ich meine, die Rechtsprechung ist ja an für sich eindeutig. Nur die viele Spediteure trauen sich nicht, das durchzusetzen, weil sie Angst haben, dass sie möglicherweise dort nicht mehr abladen können. Nein. Genau, das war nämlich meine Frage an Andreas Dietz und daraufhin ist er eingefroren. Wie kann man das als Spediteur tatsächlich umsetzen, das Standgeld? Hängt das von der Größe ab? Hängt das vom Kunden ab? Also wir haben da eine ganz klare Linie. Wir sagen, bei einer Komplettladung darf der Kunde 2 Stunden Zeitfenster abladen. Und wenn das dann 3 oder 4 Stunden sind, dann gehen wir an den Kunden ran, ob das dann der Auftraggeber ist in der Regel oder eventuell auch der Empfänger oder Absender, wobei da haben wir natürlich wieder kein Vertragsverhältnis, macht es natürlich kompliziert. Wir sagen grundsätzlich, ab 2 Stunden gibt es eine Vergütung von Standzeit. Okay, und das lässt sich auch gut durchsetzen? Ja, das macht nicht immer Spaß, kann man sich ja vorstellen. Nur, ich sag mal, ich bin da auch bei den Fahrern dabei. Ob der Fahrer jetzt da 2 Stunden irgendwelche Paletten im Kundenlager hin und her schiebt, wo er nicht bezahlt wird, oder der LKW 2 Stunden umsonst rumsteht, das sind beides No-Gos. Wobei ich dann auch sagen muss, das ist wieder das Problem der Vertragsgestaltung. Ja. Wenn der Empfänger zum Beispiel sagt, du Fahrer, lad die Paletten ab und pack sie noch ab. Oftmals wissen wir als Spediteur das nicht unbedingt. Das heißt, wenn der Fahrer das einfach dann so aus Gutwill macht, kriegen wir das teilweise auch gar nicht mit, weil ich sage auch klipp und klar, das ist nicht Aufgabe des Fahrers. Und wenn da alle mehr konsequent wären, vom Fahrer bis zum Spediteur, dann wird sich da auch was bewegen. Im Moment ist das natürlich eine Gratwanderung. Ja, das ist richtig. Aber der Burkhard möchte was sagen, ja. Genau. Der Fahrer, glaube ich, wäre gar nicht das Problem. Der würde da gerne mitziehen. Aber die Spediteure oder die Transportunternehmer bieten keine Rückendeckung. Nicht? Dann heißt es nachher, lad mal lieber ab, lad mal lieber ab. Nicht? Ich weiß nicht, was ich mit den 30 Paletten machen soll sonst. Da muss eben auch vom Auftraggeber bzw. von dem Transportunternehmer der Druck dann kommen und die Unterstützung für den Fahrer da sein. Ja, das ist wieder die gleiche Geschichte wie in allen. Es müssen viel, viel, viel mehr Leute sich so einer Sache verpflichten und einfach sagen, wir machen das nicht mehr. Wäre auch eine schöne Aufgabe für den DGL, den Herrn Engelhardt, zu sagen, das setzen wir jetzt durch. Aber der ist ja auch für jeden Einzelnen verantwortlich. Einer hat eine Rückkopplung. Thorsten, wenn du das so alles hörst, ist das schon teilweise mit eingebaut in den Rampenguide, dass man also solche Sachen, hier muss der Fahrer entladen, hier ist mit hohen Standzeiten zu rechnen. Wird das wieder abgebildet? Es wird zum Teil abgebildet. Die Wartezeit wollen wir natürlich mittelfristig wirklich mitzählen. Ne? Also wir wollen, die Daten kommen nicht nur von unserer Fahrer-App, sondern eben wir wollen, dass möglichst viele Systeme an uns Daten liefern. Ne? Und wir haben da auch mit IDS den ersten Partner, der eben bereit ist, die eigenen MDE zu verwenden, um von den Fahrern Feedback einzuholen. Also ganz einfach, IDS möchte natürlich nicht, dass die irgendeine App benutzen, die Fahrer, sondern die möchten natürlich, dass die Fahrer sich dort bewegen, wo sie sind. Das ist die eigene App, in der eben auch die ganzen Frachten gemanagt werden. Verstehen wir absolut. Wir sagen, okay, wenn die uns von dort aus melden, wie die Situation an der Rampe ist, ist uns das auch recht. Wir bekommen die Daten rein, wir bekommen möglichst viele Stimmen und wir fragen nicht nur nach einmal 1 bis 5 Sternen, sondern in 3 verschiedenen Kategorien. Und da zählt die Wartezeit zum Beispiel dazu. Wir wissen jetzt, dass eine Wartezeit in Minuten nicht immer aussagekräftig genug ist. Und es kommt darauf an, was ich ablade, wo ich ablade. Ne? Jemand, der Stahl belädt und entlädt einen ganzen Hänger voll, der braucht natürlich ein bisschen länger, wie jemand, der jetzt einen Karton ablädt. Darum fragen wir nach der Angemessenheit der Wartezeit. Ne? Das Ganze ist natürlich höchst subjektiv, aber wenn man eben als Fahrer unterwegs ist, dann weiß man eben, ob eine Wartezeit von 30 Minuten angebracht ist oder eben nicht angebracht ist. Da vertrauen wir absolut den Fahrern. Ich meine, diese Daten sind von Fahrern für Fahrern. Die laufen praktisch nur durch uns durch, weil wir so der neutrale Kommunikator sind, sage ich immer. Ja. Wir wollen die Daten eben haben, um damit auch so ein bisschen Druck auszuüben. Ne? Also die Zeitschrift Fernfahrer, die hat früher eben davon gelebt, möglichst viele Magazine zu verkaufen.
Und heute sagen wir natürlich, wir sind immer noch das Sprachrohr der Fahrer. Das ist ein bisschen weniger als vor 20 Jahren. Aber dennoch, wenn wir mal irgendwo anklopfen, Jan, du weißt es, dann gehen da die Türen auf. Und wenn wir sagen, eure Rampen sind schlecht, aber schaut euch mal die von der Konkurrenz an, die sind im Schnitt zwei Sterne besser, dann wollen die natürlich wissen, warum das so ist. Oder? Ich hab mal noch eine Frage, Thorsten. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Diese App ist nicht fürs Handy gedacht, sondern für den Laptop. Habe ich das richtig verstanden? Da bringst du was durcheinander, was viele. Ah, okay, danke schön. Das war so, also, wenn du es erklären kannst. Der Rampenguide. Wir haben mit der Fernfahrer Truckstops App angefangen. Ne? Okay. Eine App, eine richtige App fürs Mobiltelefon, für Android und iOS. Die ist auch schon 170.000 Mal runtergeladen worden. Das heißt, da können wir sicher gehen, dass sie unterwegs ist. Und für Fahrer ist natürlich eine App unterwegs auf dem Handy das absolut Einfachste, weil man die immer mitnehmen kann. Für den Spediteur oder den Disponenten ist eine App natürlich extrem unbequem, weil ich habe natürlich keine Lust, im Büro zu sitzen, da über eine App Informationen rauszuholen. Die wollen das Ganze natürlich am Rechner. Mhm. Ja? Da haben wir gesagt, für die gibt es dann eben den Rampenguide, weil der Rampenguide ist für Fahrer erstmal nicht interessant. Über den Rampenguide habe ich eben eine Darstellung von einer Karte, wo ich dann eben auf die verschiedenen Entladepunkte klicken kann und mir dort die Informationen anzeigen kann. Das sind zum Teil Informationen, die ich eben brauche, um eine Tour zu planen. Wenn ich die Informationen erst unterwegs habe als Fahrer, ist es eventuell schon zu spät. Ne? Mhm. Da habe ich eventuell die persönliche Schutzausrüstung nicht mitgenommen oder habe eben nicht die erforderlichen 15 Spanngurte dabei, die ich dann eben vor Ort kaufen muss. Sowas gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, wie verbreitet es ist, aber das gibt es tatsächlich, dass man dort vor Ort Spanngurte kaufen muss, weil man nicht genug dabei hat, laut Papier. Ja. Da gibt es Firmen, die machen mehr Umsatz mit ihren Spanngurten als mit ihren Produkten. Ja, das glauben. Aber dann kommt dann doch wieder der Disponent ins Spiel, weil der dann aus dem Rampenguide für die Spediteure rausfindet, du brauchst da 20 Spanngurte, und dann ruft der Disponent den Fahrer an und sagt, du brauchst 20 Spanngurte. Habe ich das richtig verstanden? Idealerweise bekommt er die mit, die Spanngurte, bevor er losfährt. Ne? Wenn er schon unterwegs ist, ist es natürlich ein bisschen zu spät. Gut, aber er weiß ja dann, dass er sie kaufen kann. Das ist ja auch schon mal eine Information. Richtig, ja. Okay, also, aber wie kommt dann der Fahrer selber an diese Informationen, dass er jetzt nicht unbedingt den Chef braucht, sondern selber reinschauen kann, was erwartet mich vor Ort? Ja, für den Fahrer gibt es entweder die diversen Endgeräte der Spediteure, ne? Also IDS zum Beispiel, haben wir ein eigenes. Dort werden die Informationen natürlich genauso drin sein wie eben in unserer Fahrer-App. Da packen wir sie natürlich auch rein. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand ein Tablet hat vom Unternehmen, den sogenannten Bord-PC, was ja in der Regel Tablets mittlerweile sind, da kann man die dann wieder aufspielen im LKW. Genau. So ist das, verstehe. Ich frage mal, Michael, habt ihr sowas? Ja, ne? Ihr habt auch wahrscheinlich eine ganz moderne Kommunikation. Das heißt, funktioniert frei. Kommt halt alles an, ne? Wenn wir brauchen uns da quasi nicht mehr drum kümmern. Aber man will ja trotzdem mal persönlich mit den Disponenten sprechen, weil wir haben ja wirklich gute Disponenten, also wirklich astrein. Und da will ich noch ausführen mit der ganzen Sache, dass der Disponent verantwortlich ist für die Zeiten oder für was uns vor Ort erwartet, was wir brauchen. Wir haben ja teilweise auch Neukunden, die wir anfahren. Und dann kommt natürlich so vom Disponenten, guck dir das mal an und gib dann mal ein Feedback, dass wir dann wissen, was uns da denn in Zukunft erwartet. Es liegt also nicht nur am Disponenten, sondern das ist immer ein Wechselspiel zwischen Fahrer und Disponenten. Ja. Und klar, wie bei mir, ich habe zum Beispiel in meinem Privathandy, glaube ich, jetzt mittlerweile über 500 Telefonnummern von Kunden, die ich anfahre, wo ich mir dann die Telefonnummern bei denen geben lasse, weil ich das dann selber immer klären möchte mit denen, wie schaut's aus, was und so weiter. Kollegen rufen mich dann teilweise an, hast du dafür die Nummer, kann ich da mal, gibst du mir die mal, dann rufen sie da an. Und da kam eben mir damals schon die Idee mit diesem Daumensystem. Wenn ich Kollegen habe, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, oder ich war da noch nicht, wie schaut's da aus, dann kann man sich damit weitergeben. Das ist im Endeffekt auch das gleiche System. Und ich hoffe, dass das dann auch für iOS so direkt zum Runterladen gibt und nicht nur über die Speditionssoftware. Ich glaube, ich bringe euch beide mal direkt zusammen. Vielleicht Thorsten und Michael, vielleicht gibt es ja Synergieeffekte. Der Andreas wollte gerne noch was sagen. Genau, ich denke, der Clou an der ganzen Idee steht eigentlich darin, dass
jeder einzelne Fahrer, wie der Michael sagt, hat jetzt 500 Adressen und irgendwelche Infos, wo er jetzt bei sich trägt, sage ich mal. Das Schöne wäre doch, wenn diese Informationen doch theoretisch für die Fahrerschaft komplett verfügbar wären. Und dann hätten wir einfach mal Daten, wo man auch mitarbeiten kann. Wir haben zum Beispiel Kunden, die schicken uns eine Anlieferung. Jetzt fahren wir aber freitags zu dem Kunde hin. Der hat zwar Anlieferung 8 bis 16 Uhr, komischerweise am Freitag, wie es so üblich ist, Warenannahme 8 bis 12. Der Fahrer steht 10 nach 12 vor Ort. Und dann geht das Thema los. Und die Idee da dahinter steht einfach, die Fahrer sind vor Ort, haben die Infos, dürfen das einfach eintragen. Der Disponent hat Infos, der Verlader hat Infos. Das heißt, wir machen es seit dem ganzen Kreislauf einfach. Es kostet niemand Geld, außer ein bisschen Zeit. So Daten sind in 3 Minuten eingepflegt. Und durch das Regelmäßige sind diese Daten auch immer aktuell. Von dem her, denke ich, ist es ein ganz toller Schatz, wo wir da heben können. Es dürfen alle mitmachen. Jeder hat einen Vorteil. Der Verlader hat bessere Fahrer, wo vorinformiert sind. Was müssen sie denn mitbringen? Wie zum Beispiel die Spanngurte, die Kannenschoner. Der Fahrer weiß schon, kann ich da stehen bleiben? Kann ich nicht stehen bleiben? Habe ich eine Dusche? Habe ich keine Dusche? Und der Disponent hat auch gute Daten. Und ich glaube, dieses Dreigestirn macht die Sache rund. Und es wäre doch schön, wenn man diese Daten einfach zentral teilen. Und das ist ja auch die Zeit heutzutage. Digitalisierung ist in aller Munde. Es bringt aber nichts, wenn jeder Fahrer in seinem Laptop dann die 100 Infos hat, anstatt diese Infos einfach zentral zu teilen. Und dann hat jeder Spaß damit. Aber dann ruft keiner mehr den Michael an. Das ist dann der Nachteil. Da würde mich noch was interessieren zu dem Thema. Und zwar, gucken wir jetzt mal, wir haben ja jetzt von den Speditionssoftwaren, nehmen wir jetzt mal bloß TomTom, Spedion, Fleetboard, IDS hat ein eigenes, was jetzt so einfällt. Da ist es halt dann wichtig, dass die alle in das Boot reinkommen. Und nicht nur, dass es für Spedion freigegeben ist oder für Fleetboard. Speditionen gehen da, ich sage jetzt halt mal zum Beispiel, weil von Mercedes eben Charterway, ja, die haben alle Fleetboard von Haus aus eigentlich verbaut. Und andere Speditionen nehmen halt TomTom oder haben dann eben dieses Spedion. Und es nützt aber nichts, wenn das nur systemspezifisch aufgebaut ist. Das genau. Thema steht und fällt eigentlich, du hast es richtig gesagt, die Daten müssen in einer Datenbank zentral verwaltet werden und es müssen viele Systeme darauf zugreifen. Genau. Und das ist auch die Idee vom Fernfahrer, vom Thorsten Gutmann, nämlich wir brauchen da auch jemand, wo die Daten sicher sind und ich sag mal, der Fernfahrer gehört auch mit zur Dekra dazu und es sind natürlich dann auch Sachen, wo die Leute ein gutes Gefühl haben. Ja. Und Michael, ich kann dir versichern, wir haben eine API und die ist, geht in beide Richtungen, ist eine Schnittstelle, die Daten hin und her makelt und natürlich können wir andere Systeme anschließen. Wir sitzen ja nicht auf den Daten, ne? Ja klar, das ist, darum geht's ja. Weil wichtig ist es halt auch, dass ich mit dem privaten iPad zum Beispiel, das nutze ich ja auch wie jetzt hier bei der Konferenz, dass ich damit auch zugreifen kann oder mit dem privaten Telefon. Ja, weil es gibt so Systeme, wo man dann auf Spedion, da hast mal, funktioniert mal irgendwas nicht oder so weiter, die Übertragung hängt mal wieder, das haben wir des Öfteren und dann kann man es aber über Backup noch hochspielen, über das Private. Und ich zum Beispiel bin einer, ich würde mich freuen, wenn ich das ganze Zeug mal alles wird auch das Telefon ein bisschen leichter, wenn die ganzen Daten rauskommen. Da würde ich ganz gerne mal die Frage weitergeben. Stefanie, wie findest du den Gedanken? Alle geben ihre Daten zur Verfügung, ihre Eindrücke und so. Da hat man vielleicht die ersten 2 Wochen Lust und dann lässt es vielleicht nach. Wie ist das? Wie hoch schätzt du so das Engagement ein oder wie könntest du sagen, dass deine Lust ist, bei sowas mitzuwirken? Du bist ganz leise. Kannst du ein bisschen lauter irgendwas? Ist ganz leise. Nee, ein bisschen creepy. Probier du mal, wir fragen mal den Burkhard in der Zwischenzeit. Ja gut, ich habe ein kleines Problem. Ich habe auch ein paar Jahre lang im IT-Bereich gearbeitet und ich bin sich der Geschichte näher aufgeschlossen gegenüber. Ich hatte früher schon mal mit dem Gedanken gespielt, mir was Ähnliches zu basteln, nur ich habe relativ wenig Programmierkenntnisse. Wir haben, glaube ich, bei uns im Beruf das Problem, dass wir eine sehr hohe Altersstruktur haben und sehr viele Fahrer gar nicht in der Lage sind, das mehr zu verarbeiten. Ja.
die Jungen, ich denke mal, die könnten da, würden da schon eher mitspielen. Ne? Aber die Idee insgesamt finde ich super. Du kennst ja meine Meinung zum Beispiel auch, was den digitalen Frachtbrief angeht und ähnliches. Und das widerspricht sich ja dem überhaupt nicht. Aber das mit der Altersstruktur, das kann ich so nicht ganz nachhalten, weil eben auch dieses Alter auch am Steuer sitzt mit Notbremsassistenzsystemen, mit Abbiegeassistent und so weiter und so fort und muss das eben auch beherrschen, diese Technik. Christine, hast du eine Ahnung, wie groß das Halbwissen bei uns im Berufsstand ist? Ja, ich habe davon gehört. Meistens von mir. Aber Thorsten, wäre es nicht für uns, jetzt spreche ich mich selber mit an, als Autor der Zeitschrift Fernfahrer, so ein paar Fahrer auszuerkoren. Zwei habe ich jetzt schon vor Augen, die als so eine Art Botschafter diesmal draußen propagieren, mit gutem Beispiel vorangehen. Klar, kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Die zwei, die ich jetzt angesprochen habe, könntet ihr euch das auch vorstellen? Ich denke schon auf jeden Fall, weil ich bin so einer, ich gebe das gern weiter, weil ich will halt anderen Kollegen dann ersparen, dass sie dieselben Erfahrungen machen müssen, sondern gleich im Vorfeld warnen, das ist doch viel besser. Ja, natürlich. Das ist richtig. Es ist die Stefanie. Burkhard ist auf Stumm, möchte was sagen, glaube ich. Ja. Moment. Oder die Kraftfahrerpreise haben ja mittlerweile auch ein ziemlich großes Verbreitungsgebiet. Also da könnte man auch eine ganze Menge Leute dran kriegen, die auch vielleicht was weiterhin machen könnten. Mhm. Gut, da werden wir uns was ausdenken. Das machen wir auf alle Fälle. Wie groß ist denn die Bereitschaft, Andreas, von den Spediteuren, sich daran zu beteiligen? Oder ist da doch eher noch die Mentalität, das ist mein Herrschaft zu wissen? Ja, da gibt es auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten, sage ich mal. Ich bin halt der Meinung, wir leben nicht mehr 1995 und da möchte ich auch noch das Thema von Burkhard kurz aufgreifen, von wegen, die Fahrer brauchen Rückgrat, wenn sie da 2 Stunden Displays verpacken oder auspacken müssen. Ich denke, vor 15 Jahren war das, sage ich mal, auch bei uns im Betrieb noch eher so, dass man gesagt hat, Kunde ist König, wir machen alles möglich sozusagen. Heute ist die Denke doch schon ein bisschen anders, dass wir sagen, okay, wir haben eine Kostenbasis, der Fahrer verdient bei uns ein vernünftiges Geld und da müssen wir einfach alle miteinander in der Branche umdenken und ich denke, die Zeit ist reif mit Fahrermangel, dass wir da auch die Möglichkeiten haben, auch mit diesen digitalen Möglichkeiten. Früher sagt der Kunde, nee, das war nur bei dir so, dass es 4 Stunden dauert, bei den anderen geht es in einer halben Stunde. Wenn ich jetzt ein Tool habe, kann ich ihm halt schwarz auf weiß sagen, du hast leider 1,5 Sterne. Entweder ich bekomme 50 Euro mehr für die Tour oder wir müssen es leider sein lassen. Also ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten. Es ist aber so ein Spediteurstraum auch, ne? Oder? Man soll ja nie aufgeben zu träumen, oder? Stefanie, du bist wieder da, das ist schön. Nochmal kurz die Frage, wie hoch du die Bereitschaft siehst, bei dir persönlich als auch bei deinen Kollegen, da einfach mitzumachen, Informationen rauszugeben, Informationen zu teilen. Nee, das geht immer noch nicht. Nee. Ja? Ja, wenn du ganz nah ran. Jetzt wird's besser. Okay, ja, irgendwie funktioniert es nicht. Das war eben so gut. Wir müssen aber sowieso so langsam in die Schlussrunde rein. Aber ich glaube, der Michael hatte noch eine Frage. Genau, eine Frage, und zwar wegen diesen ganzen Sachen mit diesen beim Kunden sein und so quasi das alles möglich machen. Was ich nicht ganz begreife, oder entweder bin ich der Einzige, ich weiß es nicht, bei den Containern, weil es ist ja anders. Du hast ja da eine gewisse Zeit, was der Kunde hat, die Container zu beladen oder zu entladen. Wenn er das nicht schafft, muss er zahlen. Ja. Warum schaffen die das beim normalen Stück gut nicht? Warum schaffen die das also quasi weder bei Kühlgut oder noch bei der Plane? Warum funktioniert es da nicht? Warum kann man es da nicht genauso umsetzen, wie man das bei den Containern schon, wo das nur gang und gäbe ist? Dass der Fahrer im Auto sitzen bleibt, auf Deutsch gesagt, und den Rest geht den Fahrer quasi gar nichts an. Ich habe nichts dagegen, jetzt abzuladen oder zu laden, sondern aber warum werden damit zweierlei Maß gemessen? Das ist eine Sache, die mich mal interessiert und da konnte mir bis jetzt noch nie jemand Auskunft geben. Ja, der Spediteur?
Das ist eine gute Frage, die stellen wir uns auch öfters. Warum klappt das bei den Containern als Standardregel und bei 90% der anderen Verkehre funktioniert das anscheinend nicht? Wir arbeiten zumindest daran, dass wir konsequent sagen, ab 2 Stunden nehmen wir den Kunden in die Pflicht. Ja. Okay. Stefanie, klappt es besser jetzt? Nee, der Ton ist ganz, ganz schrecklich. Wir schauen, ob wir... Pass mal auf... Nee. Komm, sonst machen wir den, gehst du noch einmal raus und rein und dann machst du mal deine Zusammenfassung, weil ja. Dann versuchen wir es nochmal. Okay. Also heutiges Thema ist die Rampe und ihre Probleme. Corona hat alles verschärft. Also in Schweiz ist man der Chauffeur und darf sein Auto abstellen und in die Chauffeurskabine gehen und bekommt vielleicht einen Kaffee. Das ist ganz toll. In Deutschland ist das anders. Der Toilettenzugang ist teilweise immer noch verweigert. Man ist sehr unfreundlich. Unter Umständen wird man auch sogar ausgegrenzt. Es gibt zwar weniger Staus, aber umso weniger Wertschätzung. Es gibt sowas Gutes wie Sunny Stop, da steht auch vielleicht der Obstkorb nicht mehr im Büro, sondern tatsächlich auch für die Fahrer da, aber das ist immer noch die Seltenheit. Überhaupt ist es über eine Fragestellung, wenn ich an die Rampe gehe, komme ich dran, habe ich Wartezeiten, wo muss ich überhaupt hin oder muss ich mir erst die Füße platt laufen? Dafür gibt es in Zukunft den Ramping Guide. Er ist noch in der Entwicklung, es ist die Zielgerade. Es gibt die Fernfahrer Truckstop App schon, die gibt es ja schon. Aber der Ramping Guide, der ist dann eben für das Laptop gemacht, also für die Spediteure eben vor Ort. Diese geben dann die Bewertungen ab, wie das eben sein soll. Im Moment werden noch Stimmungsbilder eingefangen, wie das eigentlich überhaupt läuft, wie lange muss man stehen, wie sind die Toiletten. Es sollen Preise vergeben werden für die besten Rampen. Es wird auch über die Rampen geschrieben. Das ist auch immer wichtig. Fernfahrer ist und bleibt hier Sprachrohr. Das drückt sich auch aus über die Frachtpreise. Muss der Fahrer abladen oder kann er einfach warten? Es ist eigentlich nicht seine Aufgabe, abzuladen. Das muss man auch sagen. Wenn er dazu natürlich genötigt wird, kann er schlecht was machen, aber wenn er es freiwillig macht, dann läuft es natürlich dagegen. Ist ein Stapler vorhanden? Wie sind die Öffnungszeiten? Brauche ich Spanngurte? Brauche ich eine Schutzausrüstung? Da kann natürlich der Spediteur vorher dann sagen, okay, das und das alles mit und weiß dann natürlich auch Bescheid mit diesem Bewertungssystem. Dafür braucht es viele Informationen. Das wäre gut, wenn alle mitmachen. Natürlich auch über die Fernfahrer-App, wo man eben auch dann was einspeisen kann. Wenn man älter ist, ist vielleicht die Scheu ein bisschen größer, eine App runterzuladen, aber es tut nicht weh. Zahnschmerzen sind was anderes. Okay, dann haben wir eine große Sache mit dem Standgeld. Interessantes Thema. Wie ist das? Ich stehe hier 3-4 Stunden da rum, war vorher vielleicht gar nicht abgemacht, war super pünktlich, halbe Stunde eher und kann dann immer noch 3 Stunden warten, darf nicht mal auf die Toilette und doof rum. Und das nennt man die Zeitverschwendung. Das ist so ziemlich das Gegenteil von einer Wertschätzung. Die Möglichkeit wäre, das ist sehr schön, Stefanie hat das schon beschrieben, wie sich das durchsetzen lässt. Es gibt ein 2-stündiges Zeitfenster, da kann der Kunde abladen und alles, was drüber geht, da muss dann halt ein Standgeld bezahlt werden. Das kann aber nur passieren, wenn Fahrer und Spediteur und wo die Rampe eben steht, wenn da zusammengearbeitet wird. Also gegeneinander, das ist schwer vorstellbar, dass das funktioniert. Ein Problem ist oft die Vertragsgestaltung von Spediteuren untereinander, gerade mit Rückladungen und so. Das macht die Sache schwieriger, da überhaupt irgendwas durchzusetzen. Okay, nochmal der Rampenguide, der ist über eine Karte dann sehr gut zu sehen am Laptop, also der kommt. Die Fahrer können eben die Fernfahrer-Trucks-App schon nutzen. Wichtig ist das A und O, die Kommunikation vom Fahrer und Disponent, dass sie klappt, die muss auf jeden Fall stehen und von dem überhaupt aber auch mit den Verladern, mit den Rampen für End- und B-Laden, das ist zusammen. Bei anderen Spediteuren ist es oft
Überzeugungsarbeit, aber man bleibt ja dran, so ist es nicht. Eine Frage haben wir ganz zum Schluss. Also ja, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, das war, ist also auch, es ist ja so. Aber warum klappt das eigentlich alles bei den Containern und nicht bei den ganz normalen anderen LKW? Die Frage, die behalten wir doch im Hinterkopf. Okay, ich bitte euch zum Schluss, was nehmt ihr mit hier aus unserer kleinen Session und was möchtet ihr da lassen? Michael, möchtest du anfangen? Ja, gut, ich freue mich also auf die App. Ich werde die auf jeden Fall mal testen dann. Und ich hoffe, dass die uns wirklich mal weiterhilft, dass man da dann mal wirklich was verlässliche Aussagen auch rausziehen kann dadurch. Natürlich geben wir da auch was dann dazu rein, dass das transparenter wird für alle. Ja. Sehr gut. Ja, lebt von der Zusammenarbeit. Ne? Vielen Dank. Ja. Andreas. Ja, ich sehe es als Riesenchance, nämlich, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und da nehme ich einfach die drei Beteiligten an der Hand, nämlich einmal der Verlader, einmal der Spediteur und schlussendlich der Fahrer vor Ort. Und nur gemeinsam kann es klappen. Seither hat man keine Informationen, wo wir geteilt haben. Jetzt haben wir die Chance in 2020, dass wir da vorankommen. Und ich glaube, jeder hat da damit Freude und Spaß dabei. Deswegen würde ich mich freuen, je mehr mitmachen, desto besser. Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Stefanie, probieren wir es nochmal. Wenn du bitte ganz nah rangehst, dass wir dich verstehen. Danke dir. Nein, es funktioniert nicht. Ganz leise. Ganz leise. Das sieht sehr gut aus. Ist was vor Mikrofon? Irgendwie. Nein. Stefanie, das ist. Halt doch mal das Ding an, so wie wenn du normal telefonieren würdest. Probieren wir es mal. Nee, das ist irgendwie das. Wir sehen wir nichts mehr. Okay, die Stefanie hat es probiert. Es waren tolle Aussagen. Wir werden es weiter probieren. Burkhard? Also, erstens. Dieser Gedanke, der ist gut, der ist ausbaufähig, aber da gehört sehr, sehr viel Arbeit zu. Der Herr Engelhardt hat ja an für sich die gleichen Ideen schon gehabt. Solange aber jetzt die Arbeitgeberverbände der einzelnen Bundesländer nicht mitspielen, wird es ewiges Arbeiten gegeneinander geben. Und der Fahrer, der ja nun letztendlich da vorne steht, dem ist gar nicht bewusst, wo er eigentlich in der Arbeitskette, aber auch in der Haftungskette steht. Das kann ja im schlimmsten Fall bis zu einer persönlichen Haftung von Schäden führen. Ja? Also da ist Aufklärung wichtig und da könnte ich mir vorstellen, dass diese App sehr wohl eine ganze Menge Informationen bringen kann. Okay, vielen Dank. Thorsten, du musst jetzt trotz allem nochmal aufklären, dass die App keine App ist. Doch, die App, also die Truckstops-App ist eine App, ne? Fernfahrer-Truckstops, ich habe es in den Kommentaren auch gerade schon mal beantwortet, gibt es für iOS und Android schon jetzt. Ne? Also die Truckstops-App gibt es, dort gibt es einen Filter und in dem Filter kann man die Ebene Rampen einblenden. Damit hat man jetzt schon über 700 Rampen, zu denen es zumindest ein bisschen Informationen gibt. Die Informationen kommen zum Teil von den Fahrern, was uns sehr freut, was auch ein bisschen den Druck erhöht auf die Rampeninhaber. Ne? Wir sagen denen, also wenn du uns die Informationen gibst, dann wissen wir, dass sie vollständig sind. Mhm. Ansonsten kann sie jeder anlegen. Nichtsdestotrotz, ohne die Fahrer funktioniert es nicht. Ja? Also wenn ihr müsst bewerten, ihr müsst dem ganzen Druck verleihen. Wir können wirklich nur den Rahmen und ein paar Daten und ein bisschen Reichweite bieten. Ne? Wir haben ja auch eine kleine Facebook-Gruppe, auf der wir gerade sind. Eine Facebook-Seite, wir haben auch eine Facebook-Gruppe zu der App. Aber mit dem Rampenguide, also mit der ganzen Lösung für die Spediteure, wird das Ganze natürlich interessant. Wir wollen damit, dass die Situation an der Rampe für alle drei Beteiligten besser wird. Das hat Andreas gerade eigentlich schon wunderbar erzählt. Weil wenn man nicht alle drei mit ins Boot nimmt, funktioniert es nicht. Das wissen wir. Also Druck ausüben funktioniert nur, wenn jeder was wenn derjenige auch was davon hat. Mit Druck allein wird man nicht glücklich. Mhm. Darf ich mal eine ganz fiese Frage stellen? Bis wann kann man denn ungefähr, kann man nächstes Jahr mit dem Rampenguide rechnen? Das will ich doch hoffen. Ah, sehr gut, sehr schön. Also, wir wollen eigentlich noch dieses Jahr fertig werden. Das klingt echt toll. Eigentlich in den nächsten paar Monaten. Ah, sehr schön. Wir wollten wir auf der IAA damit rausgehen, die findet jetzt leider nicht statt. Wir finden schon einen anderen Grund. Okay, ja.
Groß schaffen. Groß schaffen, ja. Also auch nochmal, da ja auch mein Chefredakteur zuhört, Markus Bauer, wir werden uns dieses Thema annehmen. Wir werden auch schauen, dass wir Botschafter für dieses Projekt finden unter den Fahrern. Zwei haben wir quasi schon. Vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns nochmal beim ETM-Verlag, in dem Fall Thorsten wieder, für die Unterstützung, die technische. Und bei Mercedes-Benz Trucks für Sponsoring. Dankeschön. Wir sehen uns wieder nächste Woche Donnerstag. Das ist zwar ein Feiertag, aber auch am Feiertag machen wir unsere Sendung. Und da geht es tatsächlich um die Frage, kann Corona auch als Berufskrankheit angesehen werden? Da gibt es sehr interessante Entwicklungen. Leider ist das alles noch nicht vorbei. Aber jetzt, die Lockerungen haben stattgefunden. Wir in Köln gehen jetzt auf ein Kölsch draußen. Nach all den entbehrungsreichen Wochen ist das möglich. Ich hoffe, ihr kommt alle gut nach Hause. Bleibt gesund. Vielen Dank für eure Teilnahme. Es war eine spannende, informative Runde, fand ich. Und Stefanie, wir holen dich wieder rein, dann klappt das auch wieder. Aber schön, dass du wieder da warst. Also, tschüss. 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 Dankeschön. Tschüss, Jan. Tschüss. 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 So.